Hallo und herzlich willkommen hier bei Bloodborne und unserem gemeinsamen Let's Play dazu. Mittlerweile bei Teil 9 angekommen und an meiner Seite natürlich wie immer die Kirby. Hallo! So, wir haben ja was vor. Der ist heute. Aber wirklich enthusiastisch diesmal mit seiner Begrüßung. Ich bin super enthusiastisch. Ja, du und was Sebastian sagen. Ich spiele völlig im falschen Film. I am hyped as hell. Haben wir eigentlich einen Namen? Unser Charakter hat einen Namen? Nein. Der ist nur der Jäger, ne? Smurlock. Ja, ach ja, genau. Man hat den ja selber benannt. Ich gehe lieber andersrum, oder? Ich gehe lieber andersrum. Ja, nein, ja, nein. Denk dran, da sind wieder welche im Dunkeln. Die munkeln im Dunkeln. Nee, die habe ich schon weggemetzelt. Die sind weg. Die bei, ach ja, dem waren wir nicht mehr im Traumland. Sehr gut. Schön, wenn man sich auf sowas verlassen kann. Ich habe die ganze Zeit einen Urwurm. Das ist so schlimm. Ich möchte Hast das du? Loswerden. Ich möchte nicht mehr, dass das in meinem Kopf summert. Uha, there's a big fat one coming. Okay, okay. Der hat einen Bruder mitgebracht. Ja, ich will aber bitte nur, dass einer kommt von euch. Nee, die kommen beide. Guck mal, die sind zu eng aneinander. Oh nein. Ich hab dich aber erwischt. Ich muss den wieder ins Team schießen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das war nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Heieiei. Naja, gut. Aber ich hoffe, ihr gebt mir ein paar Blut-Dinger wieder. Oh. Mein Gott. Ehrlich. Heck. Moin. Jetzt ist aber gut. Ich glaube, der hat sich auch aufgewertet. Heieiei. Nee, ich bin echt noch nicht so weit. Muss ich mal feststellen. Heieiei. Ja, immerhin. Zwei habe ich schon mal wieder, nachdem ich so viele benutzt habe. Na komm. So. Smurlock is back in business. Ja, einzeln sind die auch wirklich angenehmer. Das ist viel zu überraschend. Ja. Ach, weiter geht's. Denn, nämlich, ich muss wieder zurück. Wir machen alles ein bisschen größer in der Stadt, ne? Ja, ja. Ein Hebel, den kann man wann Schäder ziehen. Das soll sich ja auch lohnen. Ich will auch eben nur einen Gegenstand abholen. Den erkläre ich dann, wenn wir in der Kathedrale sind. Den gucken wir uns auch dann an. Du siehst auch ein bisschen aus wie ein Opernsänger. Lalalala. Ne? Mit dem Schal. Ja, die Stimme schon. So. Jetzt kommen die hier nochmal, ne? Soll ich die mal eben... Was? Wer? Wo? Ja, ja. Ach so. Der Tross. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Stau. Nein. Zack. Oh, Kugel. Kugel kommt. Ach, okay, das beide überlebt. Das ist sehr, sehr, sehr unschön. Ja, bleibt mehr für mich. So, Blutfiole her damit. Ach, guck mal. Wo kommt der denn her? Aber nicht. Das läuft in den Durchgang, wenn alles ein bisschen anders. Naja. Gerade kurz einen hamburgerischen Dialekt. Wer redet da? Wirklich und wenn das? Schon. Was passiert? So. Hallo? Aha. Ich wollte schon sagen. Ganz ruhig. Genau, ich reiß dir bloß die Eingeweide raus. Wobbly, wobbly. Lass los, lass los. So. Boah, wie stark dein Charakter ist. Hat mal eben den toten Riesen hochgezogen. Mit der Hüfte. Das ist mein Training. Ja.
So, jetzt muss ich leider noch mal eine Blutflöte benutzen, weil einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Wo gehen wir jetzt denn? In die Kanalisation? Ja, ja, wir gehen noch mal kurz zu dem Schwein. Das sieht so spaßig aus. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich habe mich nicht mal als Kind getraut, Geländer runterzurutschen. Wo ist das Schwein? Ich höre es. Ja. I like es. Big butts and that's no lie. Oh, sie hat aber auch kein Kinder. So. Oh Gott, jetzt den Baxter. Genau das. Bam. So, herzlich willkommen zur Rektaluntersuchung. So, Blutviole, die können wir gebrauchen. Ja, ich würde die nicht aufheben, weiß, wo die gewesen ist. Und was haben wir hier? Rote Botenschleife. Rote Betenschleife. Rote Betenschleife? Was ist denn eine rote Botenschleife? Das weiß ich auch nicht. Was ist das denn hier? Naja. Dead one. Dead body. It's a dead body. Another dead body. Okay, das war auf jeden Fall alles, was ich hier holen wollte. Okay. Wir können wieder zurück, Schwein. Mir ist ganz anders. Ich glaube, dem Schwein auch. Ja. Hier war's, ne? Ah, ja. Ich hab den Aufzug gesucht. Da sind wir ja schon wieder bei der Leiter. Genau. Ich muss mich noch an diese nächtlichen Aufnahmen hier gewöhnen. So ist die normale Geschwindigkeit. Nur damit alle sehen, dass ich mich schon beeile. Ich finde, der macht das echt schön. Guck mal. Tipp, 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 tipp. Ja, das stimmt. Schlimm finde ich das ja, wenn das so gemacht ist, dass die immer so eigentlich durch die Sprossen durchgreifen. Oh. Das sieht immer sehr, sehr schlecht aus, finde ich. Wollen wir uns die nochmal holen, schnell? I don't care, du musst das machen. Oh. Hat dich nicht getroffen? Nein. Das erstaunt mich. Mich auch, ein wenig. Der versucht einen echt in den Boden zu finden. Mit seiner Häkelnadel des Grauens. Boah, das ist aber wirklich ein Häkeln. Das ist natürlich eine Sticknadel, keine Häkelnadel. So, was hat der denn Gutes? Ha, so, jetzt haben wir unsere Blutfiolen wenigstens. Guck mal, jetzt sieht es doch wieder total super aus. Ja, ne? Guck mal, hier habe ich was vergessen. Uhu. Zwei Blutfiolen, sieht ja total gut aus. Gut, ich glaube, jetzt kann ich auch hier weg. Ach so, ich dachte, müssten wir lang. Nee, ich wollte eigentlich zum Aufzug zurück. Mhm. Und der Aufzug, der war ja hier hinten. Ich könnte auch da oben, glaube ich, lang, aber... Oh, guck dir das mal an hier. Wahnsinn. Schön, ne? Wo ist denn eigentlich dieses Ding, wo wir hin müssen? Das wäre jetzt hier über den Friedhof hinten nochmal gewesen. Aber ich reise jetzt einfach. Wir müssen jetzt zurück. Nee, was die einem gezeigt haben, was hatte der denn nochmal am Anfang gesagt, wo wir lang müssen? Oder war der letzte Punkt, den wir genannt gekriegt haben, wo wir uns hinbegeben müssen, die Kathedrale? Ja, genau, zum Kathedralbezirk. Da waren wir ja schon mal. Genau. Einen anderen Endpunkt haben wir noch nicht. Irgendwo im Krankenhaus oder sowas? Nee, doch. Nee, wir sollten dann jetzt allen Bescheid sagen, dass es jetzt so Heilungsräume gibt. Also was heißt so Zufluchtspunkte? Ich glaube, ich gehe mich nochmal aufwerten, oder? Von mir aus. Wir haben so viel Blutechos. Das wäre, glaube ich, töricht, das nicht zu machen. Ja, da es jetzt auch keine Blutstains mehr gibt, wo man sich die wiederholen kann. Genau, außerdem will ich auch mal unsere Brennlampe da benutzen. So, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Hey, wo ist sie denn? Lady. Das ist ja gerade mal richtig. Wo ist die Puppe? Hä? Wo ist die Puppe weg? Hallo. Wo sind denn alle? Oh, ein heiliger Kelch soll in Altjanum im Tal aufbewahrt werden. Ach, guck mal, siehst du, das war der Hint. Da. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Oh, danke. Ich würde gerne meine Blutechos kanalisieren. Mir ist gerade was Blödes passiert. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Mit der Zeit. Ich wollte gerade kurze Zeit stoppen, als der Ladebildschirm kam. Und jetzt hat die wieder von vorne angefangen. Das ist nicht schlimm. So, wir machen jetzt mal Arcane hoch.
Und genau. War das das, was wir dann tragen können? Da ja, genau, fehlt da fehlt uns einer. Ja. Genau, das ist das. Und ich glaube, ich mache noch ein bisschen das Geschick hoch, damit unsere Waffe noch ein bisschen mehr Wumms bekommt. Ja, super gut. Gut, gut. Wie teuer das alles ist. Ja, das stimmt. Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht. Die Gräber hier erinnern an sie. Es scheint alles schon so lange her zu sein. Im Laufe der Zeit haben die Gräber es scheint. Okay. Ich dachte, die hätte uns noch irgendwas zu sagen. Möget ihr. Ja, danke. Waldmanns Dank. Habe ich mir gemerkt. Weil du das letztes Mal so schön gemacht hast. Sollen wir was kaufen? Nein, ich glaube, das reicht. So, reisen wir mal in den Kathedralenbezirk, ne? Jawohl. Ich würde sagen, da werden wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen. So. Ha, hallo Kathedrale. Hallo, Stranger. Na, was sagst du dazu, dass wir schon Leuten Bescheid gesagt haben? Danke. Diese alte Frau, ihr habt ihr von diesem Ort erzählt, ja? Naja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Ja, habe ich gern gemacht. Oh, guck mal, Triumph. Wir haben eine neue Geste gelernt. Die werde ich mal zum Abschluss bestimmt benutzen. Aber da fehlt noch jemand. Wenn ihr gesunde Überlebende trefft, schickt sie zur Oidon-Kapelle, ja? Ja, stimmt. Wieso ist das Mädchen nicht hier? Guck mal, hier ist auf jeden Fall die alte Frau. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Ja, talk to my back, bitch. Ihr bleibt weg von mir. Ich kenne alle eure Tricks. Oh, okay. Enormen Hall, die Frau, ne? Ja. Wahnsinn. Brüllt wie ein Löwe. So, ja, das Mädchen, wie ihr seht, nicht angekommen. Ich glaube, das ruft jetzt das auf den Plan, was ich eingesammelt habe. Leider. Wenn ich das schon mal vorweggreifen darf. Rote Botenschleife. Rote Schleife, die Boten seltsam gern haben. Das dichte, hervorstechende Rot wurde aus den Organen irgendeines glücklosen Opfers gewonnen. Wirklich eine seltsame Wahl, aber vielleicht dient dieses Accessoire Boten zum Trauern. Ja, und dieses glücklose Opfer war leider das Mädchen. Nein! Glaub mir, hätte ich eine andere Wahl gehabt, dann hätte ich das bestimmt gemacht. Aber soweit ich informiert bin, vielleicht weiß da jemand was anderes, was Besseres, ist es halt so, dass man da nichts machen kann. Ja. Die wird immer vom Schwein gefressen. Ja. Fest verschlossen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ach, das arme Kind. Ja, das schreit jetzt auch nach Rache. Ich bin jetzt hier ein Pumped Up. Pump up the volume. Kannst du nochmal darüber gucken? Da war gerade irgendwas im Gange, ganz links. Guck mal, was ist denn das für ein rotes Tor da? Das oh ja, ist einfach mal, der ist Himmel, das, ne? Der sich da durchschneidet. Ja, der Himmel, da ist aber, da ist doch ein, das ist doch ein Riese, der steht doch da mit dem Rücken zu uns. Ja, genau. Ja? Ich dachte nur, dieses Rot, das sah am Anfang aus, wenn das auch irgendwas wäre, aber ich glaube, der Himmel ist einfach so rot. So, hier oh ist mein Gott, Fall was ist denn das? Der ist aber auch nicht gerade klein in seinem Trenchcoat. Nein. Zack. Er hat Mike Myers in die Länge gezogen. Das ist ja eine gute, gute Sache. Stimmt, ne? Sieht echt aus wie Mike Myers. Ja, das ist gut. Und ich glaube, hier ist noch ein Mike Myers irgendwo. Oh! Ah, lass mich in Ruhe. Du auch. Bird-Kebab. Ruhig jetzt. Schlaf. Ja, silence or I kill you. Anyway. Anyway, I did it. So, was da? Ein Gimmick. Was ist denn das Verrückten? Guck mal, kannst du bald. Ne, bald. Bald, ne? Bald wieder in den Brunnen aktivieren. Hast du schon 3 von 10. Also, das wurde noch nicht aktiviert. Du weißt, was ich meine, Laberababa. Ach, guck mal, da ist noch einer.
Also ich habe wirklich sonst nicht so ein Problem mit Federvieh, aber da kann ich die wirklich nicht leiden. Die sind aber auch fies. Die sind also ekelhaft. Die sind hässlich und laut und bläh. Die genau. Machen so ein Theater, wenn die es schaffen, einmal hochzukommen. Oh, Mike Myers ist coming again. Sollen wir mal gucken, ob wir die halt auch, vielleicht können wir die auch parieren. Der sieht auch ein bisschen aus wie der Tod von Bill und Ted. Ey, das ist jetzt aber gut. Ah, okay. Ey, was war das denn? Ich hab hier den Stock ins Gesicht gehauen. Ich will es lieber nicht riskieren. Mein Gott. Alter, ja, halt, Entschuldigung. Die sollte man wirklich von hinten erwischen. Ihr habt aber ein ähnliches Outfit, wenn ich das jetzt mal sehe. Nur die Farben sind unterschiedlich. Ja, vielleicht hat das ja was zu bedeuten. Vielleicht ist ja auch dieser. Vielleicht sind das ja so Pater Gascoigne. Ja, denke ich auch, dass die auf jeden Fall von der Kirche schon sind. Schon wieder einer. Der District. Mann, so. Noch so eine Kirchenglocke umhängen. So kann es nämlich auch gehen. Das war der Glöckner. So. Oh, ist das ein Kinderwagen? Hau ab, so weit kann ich überhaupt nicht leiden. Was soll denn das? Kindern geht's gut. Allen Kindern geht's gut. Oh, ein Holzschild. Wie schön. Ja, ist es das? Ich weiß es nicht, ne. Oh, Feuer. Nicht. Aber ich dachte eigentlich auch, dass es gar keine Schilde gäbe hier. Vielleicht ist das ja kein Holzschild im Sinne von Verteidigung, sondern das vorher von einem Haus stand oder irgendwas. Wir probieren es mal. Guck mal hier. Doch, das ist Verteidigung. Ja. Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestie nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Warum kann man es dann in Besitz nehmen? Das ist eine berechtigte Frage von dir. Ah, guck mal, hier ist es. Aber wenn die da durchhauen, ist das doch voll für den Arsch. Ja, aber vielleicht brauchen wir das nochmal irgendwann. Ja, man ich weiß das nicht. Du weißt doch mal alles. Du bist so allmächtig. Das weiß ich leider auch nicht. Aber guck mal, ja, stimmt. Guck mal, wir haben immer noch den Flammenwerfer. Ja. Ja, genau. Jetzt habe ich gute Laune. Das macht uns anscheinend beides gute Laune. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal nichts. Oben die Türen sind verschlossen. Die ganzen Statuetten, da denkt man immer, irgendeiner von denen, der geht jetzt los gleich, ja, ne? Macht aber nicht. Habe ich auch nichts vergessen hier? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Jetzt haben wir den schon durchsucht. Ist aber langweilig. Gibt es da nicht sonst noch was? Doch. Aha. Hier geht es ja auch noch lang. Der schreckt mich jedes Mal. Die leuchtet so im Dunkeln. Guck mal, da hinten geht auch schon wieder so einer. Da kommt auch einer. Na komm, den nehmen wir uns mal zuerst vor. Wenn der eine geht, kommt der andere. Hey, hallo? Zünd ihn an, zünd ihn an! Ah, ich glaube, das geht nicht. Das ist mir zu unsicher. Keine Spielerei. Nee, wenn ich so viel vorweggreifen darf, ich glaube, der Schaden, der ist nicht allzu hoch, den wir anrichten damit. Ah, genau. Das ist auch was. Ah, das ist was ganz Gemeines. Und zwar ist das etwas, was ich auf jeden Fall haben möchte. Aber man darf sich da echt nicht so viel Zeit lassen. Weil... da sich nämlich irgendwas auftut und da sollte man nicht reingeraten. Eieieiei. Ich weiß nicht was. Es ist bestimmt eine böse Seele, die dem entfahren ist jetzt. Aber es gibt bestimmt jede Menge Videos dazu, die man sich angucken kann, was dann passiert. So, was haben wir denn noch alles hier vergessen? Da war doch noch einer, der ist hier runtergelaufen. Ne? So, Blutfiolen. Ist auch gut. What was that? Ah, ja. Ja? Heiliger Bimbo. Good day. Guck dir mal bitte die Mörder-Axt an. Damit hätte der das Riesenschwein in die Hälfte hauen können. Ja. Drehen Sie sich bitte um. Nein. Guck mal, der hat auch so eine Ordenstracht an. Der kommt. Oh! Hoppala.
Der ging mal gut da hinten, nach hinten los, ne? Okay, okay. Seitenwechsel, mein Freund. Haha. Er ist Gott sei Dank nicht einer der schnellsten. Oh, aber dafür teilt er gut aus. Oh ja. Ja, genau. Nein, super, das wollte ich gar nicht. Der Sonne. Ist ja nicht schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber jedes Mal, wenn du wegrollen musst, ziehe ich den Kopf ein. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich duck mich immer mit tschuk, 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 rechts, links, so, ausweichen, antäuschen. Ich schaue eben, ob der ist jetzt schon mal Geschichte. Vorerst, ja. Das mich durchaus beruhigt. Wahrscheinlich ist es aber auch so ein Kackkopf, der immer wieder kommt. Ach, guck mal. Mikey! What up, Bro? Na, Freund, wie gehst du denn hin? Nicht mal. Ja, das stimmt. Mann, ich muss ein bisschen schneller gehen. Ja. Okay, okay. Hauptsache, er bleibt hier. Autschen. So, her mit meinem Leben. So. Da geht's weiter runter. Genau. Bestimmt noch ein paar gruselige Glaubensbrüder treffen. Da schleicht schon einer rum mit der Mistgabel. Ja, genau. Da werden wir auch später noch hin. So. Ich glaube, 5 Minuten haben wir noch. Dann werden wir noch mal gucken kurz, was der hier bewacht hat, nicht wahr? Das haben wir zum Beispiel hier vergessen. Blutsteinscherben, 2 Stück. Oh, guck mal, hier geht's links lang und hier geht's noch weiter hoch. Und hier kann man noch ein Gerät bedienen. Falsch, oder? Ah, alles klar. Wann sollte man denn wollen, dass es zu ist? Tja. Man öffnet immer Wege. Wir werden es herausfinden. Ja. Ich stelle diese Frage auch nicht, weil ich die wirklich direkt beantwortet haben will. Ich möchte dir nur mitteilen, worüber ich mir so Gedanken mache. Hier ist eine Tür zu. Nur ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor. Ein Emblem? Ein Emblem. Wo ist das Problem mit dem Emblem? Na, das Problem ist, dass wir es nicht haben. Daran kann man sich nicht laben. So, dich habe ich doch eben gehört, oder nicht? Der steht aber auch da als, ne? Ach, guck mal, da kommt direkt noch einer. So, wird mal Zeit, hier meine Kiesel wieder einzusetzen. Blöde Spieluhr brauche ich gar nicht. Hier, die brauche ich. Kieselwiesel, wieso reibe ich schon die ganze Zeit? Weil du nervös bist. Das stimmt, das bin ich. Ja. Du wirfst wie ein Mädchen. So. Hehe. Komm her. Was hat der denn für eine Waffe? Der hat eine einfach dicke Keule. Ey, jetzt ist okay. Okay, okay, okay. Das ist eine dicke Keule. Komm her. Ach. Ey, das ist doch nicht wahr. Das macht dir nichts. Okay, dann auf die herkömmliche Art. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, das halte ich von dir. Steinewerfer. Ja, komm. Ey, lauf nicht weg von mir. Ja, Angst.
Der war. Der hat besessen. Hey. So, jetzt aber gut. Ach, man. Wer ist das denn? Ein Hund? Den Rabe? Ein Rabe. Ich glaube, dann habe ich mal, dann würde ich den, glaube ich, lieber auch mal hier erstmal bekämpfen. Du musst leider dafür büßen, dass das eben mit deinem Kumpel nicht geklappt hat. Ey, das ist aber gut. Ah. Mann, ey. Das kann ins Auge gehen. Nein, aber echt zwei Kackbrüder. Wenigstens rücken die Bluttüren aus. Vergesst die Vögel. Ja, eigentlich ist so ein Sidestep zur Seite schon das Mittel der Wahl. Ja. Oh, gebt Ruhe. Aber was ich den Vögeln auf jeden Fall lassen muss, ist, glaube ich, könnte man sich geile Sachen draus machen aus den Federn. Sind schön lang. Glossy. So. Was haben wir hier? Fernrohr. Ein Fernrohr. Das ist ja schön. Kannst du in die Ferne blicken? Ja. Direkt hier. Das reimt sich da auf. Gar traumhaft, nicht. Ne? Ja. Ich würde sagen, hier dieses Bild mit dem Fernrohr ist eigentlich ein guter Abschluss, oder? Zeitlich yes, gesehen auch. Bloody und Valentine. Genau. Und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz unsere Triumphgeste an. Das würde ich ja jetzt ganz gerne mal wissen. Muss man noch einsetzen, ha? Hier diese Jäger-Inspiration, die geht mir am Sack, wenn der immer so. Hier, Triumph. Guck mal, das machen wir jetzt. Ah, Fußballgeste. Ja, oh, kurz, aber knackig. Yes. Leute, also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.